Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind mal wieder in Star Wars Empire at War mit dem... Ach, ist das mies. Das ist die... Jetzt schon hier. Mit dem Fall of the Republic Mod. Und die Ion-Kanone hat hier auf Rodia einfach mal einen Akklamator zerstört. Das nervt mich. Aber naja. Wir haben wieder einiges an Geld. Das heißt, hier auf Geonosis können wir mal ein paar Sachen bauen. Das ist sonst ziemlich wurscht. Vielleicht bei Hypori gleich mal eine Trade Station. Das könnte vielleicht ein bisschen was bringen. Und bei Rothana haben wir immerhin ein paar Bodeneinheiten auch. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir die vielleicht auch schon mal hier Richtung Rodia. Ihr kommt da weg. Dass wir nämlich Rodia angreifen können. Und Drunkenwell muss weiter verteidigt werden. Die kommen nach Rishi. Das gefällt mir nicht so sehr. Drunkenwell bekommt das hier und ist die Frage, ob wir in eine Golan, Geld in eine Golan investieren wollen, aber ich glaube eigentlich nicht. Wir lassen mal zwei Akklamatoren zurück, die Bombardierungen durchführen können und schicken die Flotte nach Rishi. Aber Rodia möchte ich ja auf jeden Fall bekommen. Das wird wichtig. Nach Drunkenwell, es war so klar, dass die jetzt auch, dass die mich jetzt hier einkreisen. Ich kann natürlich mit der Flotte von Naboo Richtung Drunkenwell, aber... Komm schon. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch machen. Ich hoffe mal, dass es da nicht zu schwer wird, dass wir das mit dem Praetor und den Begleitschiffen hier schaffen können. Kurz Pause machen. Die haben sich jetzt in einer Flotte vereint. Ich hätte natürlich gerne die anderen Sachen noch hier mit bei. Ich guck mal eben schnell. Das wird nicht allzu lange dauern, einmal Lucky Lucky zu machen. Ist das nervig. Ich habe hier noch keine Hyperlossiger, nichts, aber die Flotte ist klein genug, um die mit der anderen Flotte besiegen zu können. Jetzt ist Naboo natürlich nur in Gefahr, das ist auch nervig, aber naja. Wir machen einmal kurz Lucky Lucky. Rishi sieht dafür wesentlich besser aus. Werde ich mit der Flotte verteidigt bekommen. Einmal bitte. Okay, es ist nur Infanterie. Nur Infanterie plus, ja, komm, warten wir eben auf den auch noch. Plus Turbolasertürme. Aber Jedi sind eigentlich ganz gut, sowohl gegen Infanterie wie auch gegen Turbolasertürme. Kann natürlich sein, dass es zu viel ist. Ach, es ist diese Map. Das ist auch sehr nervig. Aber das geht. Wir brauchen auf jeden Fall beide Kanonen, denke ich. Du gehst mal einmal hier hin. Ich würde gerne wissen, wie die Map aussieht, dass wir die ganze Map mal einmal aufdecken. Du kommst auch mal hier hin. Was? Wir haben keine... Oh, das ist ja mies, dass wir keine normale Dings hier haben. Das nervt mich. Keine normale Bombardierung. Nur Orbitalbombardement. Komm, nimm das mal schnell ein hier. Dass wir hier die ganze Map... Oh mein Gott, hier kommen aber viele durch. Anakin wäre hier natürlich jetzt wesentlich schöner, aber naja. kannst du hier drauf schießen? Dass Obi-Wan hier zu viel Schaden nimmt, aber es, momentan geht's noch. Oh, der muss weit. Okay. Das ist in Ordnung, wenn es nur so ein bisschen ist. Wenn es dafür hier Obi-Wan hilft zu überleben, aber er sieht auch so aus, als ob er ganz gut hier alleine klarkommen würde. Komm du hier lang. Obi-Wan, solange er, wenn er irgendwo in Richtung Hälfte seiner Leben kommt, ziehe ich ihn da ab. Ansonsten, er sollte vielleicht auch nicht so weit reinlaufen. Schon hier lang. Obi-Wan greift hier weiter an. Nein, 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 wir brauchen gleich die Bombardierung. Nicht hier jetzt den Geist aufgeben. Ein Anti-Infanterieturm. Was ist denn das hier? Das ist Jedi Mind Trick. Das bringt mir nicht so ein Force Protect, bringt mir auch nicht so viel. Und er macht auch Jedi Mind Trick. Kann er den Jedi Mind Trick irgendwo auf den Druiden anwenden? Ja, guck mal. Okay, das geht. Dann kann Kifisto das bestimmt auch. Mach mal hier den Jedi Mind Trick. Oh, dann hauen wir ab. Greifen die sich jetzt gegenseitig an hier? Oh nein, die rennen einfach nur weg, okay. Ja, bringt uns dann jetzt nicht so viel. Ich hätte eigentlich ganz gerne
das hier eingenommen, dass wir da neue Einheiten reinholen können, aber bisher... Bisher wurde mir das nicht gegönnt. Denn Ayla Secura noch hätte ich ganz gerne. Und, okay, zurückziehen. Wo ist Kid Fisto? Darfst du ihm mal helfen? Vor allem auch der Juggernaut, der würde uns halt enorm weiterhelfen. Okay, komm, wir holen Obi-Wan mal hier lang. Oh nein. Nicht in die Richtung laufen, Junge. Nicht in die Richtung laufen. Pause. Du ziehst dich mal kurz ein bisschen zurück. Es ist schön, dass er zerstört ist, der Erste hier. Das gibt's ja nicht. Dass sie das jetzt hier wieder einnehmen. Aber die Bombardierung dürfte gleich da sein. Ach, Kifisto wollte ich eigentlich gar nicht hier hinholen. Aber naja, jetzt habe ich sie beide zusammen. Auch schön. Kommt mal hier runter. Und dann... da kommen die Skiffs, die sich hier besorgt haben. Auch in Ordnung. Ist alles nicht so schlimm. Kifisto verliert ein bisschen was. Aber gleich sollten wir auch die Bombardierung schaffen können. Das war ein Kommandoroide. Jetzt können wir die Bombardierung machen. Die Frage, ob sich das hier so lohnt. Wahrscheinlich nicht. Holen wir mal Kifisto auch ein Stückchen hier zurück. Und Obi-Wan kann mal nochmal hier raufgehen. Die Bombardierung hier, die Artilleriebombardierung, eher gesagt, die dürften hier relativ viel bringen. Obi-Wan schnetzelt sich mal eben durch die Droiden hier. Das geht schnell. Und dann lass mal ein, dass wir die ganze Map nochmal sehen. Du sollst das hier einnehmen, dass wir die ganze Map nochmal sehen. Ein Droide da drüben. Gut. Du kommst jetzt mal hier lang. Und die Bombardierung... Wo schicken wir die Bombardierung drauf? Mal auf ihn hier, dass er wegkommt auf jeden Fall, der Turbolaserturm. Der nervt mich zu sehr. Hat's kaboom gemacht. Und dann kommst du mal hier lang. Kifisto bitte auch. Ja komm, hau die mal weg hier. Und dann dürften wir das hier gleich eingenommen haben. Dann kriegen wir den Juggernaut und dann geht's auch schneller. Ah, Obi-Wan zerstört das da schon. Sehr schön. Ah, wunderbar. Ah, ich weiß nicht, wie das mit dem Anti-Flugturm aussieht hier. Oh mein Gott, nein. Ich verliere Obi-Wan. Das gibt's ja nicht. Mach mal hier dein Dings. Und kannst du hier Force Protect auf ihn setzen? Nein, die haben mir das genommen. Ansonsten hätte ich die Einheiten jetzt hier einfach hingeholt. Unglaublich. Unglaublich. Aber die Dinger hier, die Einheiten, kommen auch nicht unendlich. Die Fahrzeuge, deswegen... ist das nervig. Komm zurück, Obi-Wan. Wirst du bitte auch zurückkommen? Klar, wir wollen die Order 66 machen, aber ich muss es ja auch nicht zu sehr provozieren hier. So, ihr könnt nochmal hier raufkommen, dass wir wieder die ganze Map sehen können, bitte. Einmal das hier einnehmen, schön, dass sie das nicht mehr haben. Und dann, komm schon. Hey, da kommen wieder so viele, das gibt's ja nicht. Aber nein. Na, und da haben sie jetzt so ein Ding gebaut, dass die wieder mehr Droiden haben. Das müssen wir jetzt relativ schnell unterbinden. Dieses Support Field Base hier zerstören. Zerstört das bitte. Komm jetzt. Wie waren? Geh mal hier drauf. Dass das weg ist. Und dann ist es mir jetzt auch egal. Ayla Secura. Und dann hat sich das. Ayla Secura, komm nochmal hier lang. Und schauen, dass das da geht. Den Juggernaut will ich jetzt natürlich auch nicht in Richtung, in Richtung Turbolasertürme und so schicken. Aber da können wir gleich gucken, dass wir das geregelt bekommen. Ist die Frage, ob ich einen Jedi mit LRTI hier reinschicken möchte. Mrs. Secura, komm mal hier rauf. Und dann nimm das hier mal bitte ein. Wir haben einfach viel zu viele Infanterieeinheiten. Aber die nehmen halt auch hier jetzt relativ schlau die Support Field Bases ein. Ja, schauen wir mal. Hier drauf.
Obi-Wan und Mephisto, ihr beiden könnt schon mal weitergehen. Ihr beiden schaut, dass ihr den hier zerstören könnt. Der wird Schaden machen, aber wenn ihr direkt davor steht, kann er euch keinen Schaden mehr machen. Du zerstörst das hier mal, Obi-Wan. Junge. Oh nein, er macht gerade nichts mehr. Ist nicht gut. Mach mal hier eure... Und dann greift das mal an. Na gut, der Juggernaut darf mitkommen. Jetzt haben sie im Prinzip auch nichts mehr. Das ist schön. Zerstör die Support Field Base hier. Dann können sie da auch nichts mehr rausholen. Sehr gut, okay. So, Obi-Wan kann sich jetzt wieder bewegen. Kann er nicht. Wow, egal, sie fliehen. Damit gehört Rhodey ja uns. Das ist alles, was ich wollte. Und wir haben Obi-Wan nicht verloren. Immerhin etwas. Über Geonosis bitte nochmal das hier holen. Und hier auch alles, was wir brauchen, bitte. Haben wir den? Den haben wir. Der darf auch direkt hier rüber. Oh, die wollen wieder nach Mon Cala. Oh, die sind schon wieder bei Mon Cala. Ja. Ja, können sie probieren. Wenn sie es einnehmen, dann nehmen sie es halt hinterher ein. Ist dann so... Oh, Mann! Wir hatten den doch gerade erst. Ja, fliehen wir. Da können wir nicht halten. Ach, das ist ne... Oh, ich hätte die halbe Belastung. Oh mein Gott, ich hab's noch... Ich hab's noch weggedrückt, wow. Ja, alle Einheiten hier hin. Gegen die übermächtige, erdrückende Macht können wir das nicht halten. Deswegen abhauen. Auch wenn es sehr nervig ist. Aber das ist dann halt so. Zurück zur Galaxiskarte. Wir kommen hier relativ schnell wieder. Wir müssen dann auf jeden Fall gucken, was bei Christophsis los ist. Mit dem nächsten Dings hier. Und da greifen wir auf jeden Fall an. Und gucken, dass wir uns den Planeten direkt wieder zurückholen. Das dauert keine 2-3 Minuten. Dann ist der Planet wieder unser auf jeden Fall. Schauen wir mal. Praetor. Und dann war's das. Mehr muss ich hier schon nicht mehr machen. Der wird nicht großartig in Gefahr sein. Wie viele Punkte kostet er eigentlich? 84, okay. Gewonnen, sehr schön. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass wir jetzt den Boden wieder eingenommen bekommen. ja. Die neuen Einheiten hier Richtung Drakenwell. Und dann schauen wir mal. Wie sieht's denn? Naboo hat trotzdem noch durch Kalarba und Glomtho Probleme, aber... Müssen wir gucken. Durch Christophs ist natürlich auch noch. Ich frage mich nur, wann die bei Rishi ankommen wollen. Das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Ja. Aber ich hätte Christophs ist wirklich, wirklich gerne eingenommen. Bauen wir auf jeden Fall noch welche, dass wir hier auch weiterhin gucken können. Und hier bei Rothana vielleicht noch den ein oder anderen normalen Akklamator. Akklamator 2. Ja, Roxuli könnte ich mir mal wiederholen, aber die sind den Independent Forces jetzt, die sind unabhängig. Deswegen ist mir das auch ziemlich egal. Einmal gucken, was bei Christophsis ist und dann nehmen wir uns Drakenwell wieder. Komm schon. Was haben sie hier? Ah, 3 Lucrags. Okay, das ist auf jeden Fall zu groß für eine Mini-Flotte. Haben sie denn eine Ionkanone? Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber gut. Das, wir kriegen das alles hin. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall Meister Obi-Wan Kenobi. Nehmen uns ein L-A-A-T-I. Und sind einfach mal frech. Wir sind mal richtig frech. Ah, schade. Schade, ich dachte, ich könnte es einnehmen. Dann probieren wir aber mal, das hier einzunehmen. Okay, das ist auch noch. Und sobald das fertig ist, holen wir uns schon 1, 2, 3, 4. Und damit haben wir die alle. Du fliegst bitte mal hier runter. Da die Map aufdecken sozusagen. Ah, dafür sind LATIs wirklich super. Um Jedi hier rumzubefördern. Was ist hier? Das ist okay.
Damit wissen wir jetzt, was hier los ist. Ah ja, die haben ja auch noch ein paar Gunships. Das ist natürlich nervig. Aber so oder so kann hier gleich die Bombardierung drauf. Und dann hat sich das, denke ich. Oh, das ist unschön. Aber auch hier. Und schon Bombardierung. Der ist kaputt. Sehr schön. Fisto und Ayla Secura bitte mal. Oh, komm ein Stück zurück. Du machst hier zwar gute Arbeit beim Zerstören, aber nicht, dass du hier zu viel Leben da lässt. Ja, die Gunships machen mir vor allem ein bisschen Sorge. Mrs. Secura, du läufst mal da rein. Und du kommst mal hier hin und machst einen Antiflugturm für die beiden Gunships. Nein, du darfst weiter reinlaufen. Ja. Deswegen will ich hier... Was ist hier? Da sind auch nochmal Droiden. Ach man, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn die sich das nicht direkt geholt hätten. Aber naja. Okay, kommt ein Stück zurück, bitte. Damit der Antiflugturm hier die... Ja, sehr schön. Bombardierung können wir... Wir können es mal probieren, ob das funktioniert. Oh, das gibt's nicht. Der fliegt noch rechtzeitig weg. Naja. Nehmen das jetzt hier einfach ein. Einer von euch geht mal hier hin für einen Antiflugturm. Und das war's. Ja, hier rennen noch vereinzelt Gruppen rum, aber hier können wir mal eine Bombardierung draufhauen. Flugeinheiten sind halt nervig, aber wenn, da wir hier auch einen Antiflugturm haben und für einen zweiten Antiflugturm gebe ich auf jeden Fall kein Geld aus. Da habe ich keine Lust drauf. Das war's. Komm schon, sehr schön. Damit gehört Rockwell wieder uns, ohne Verluste. Ist nervig gewesen, aber so haben wir denen auch ein bisschen was gezogen. Auf jeden Fall das und auf jeden Fall hier nochmal das. Nein, eine Ionenkanone will ich nicht. Oh mein Gott, da hätte ich das alles nicht für gebraucht. Wow. Zwei Mini-Lucrikes, ja. Ich hoffe mal, aber der Mandator wird wahrscheinlich wieder nicht drin sein. Das ist nervig. Die Frage ist, ich glaube, eine Hypervelocity-Gun habe ich noch nicht. Ach, der Mandator ist drin, na dann. Dann ist das alles kein Problem. Die Hypervelocity-Gun ist leider noch nicht fertiggestellt, aber der Mandator kann im Prinzip vollkommen alleine hier nach vorne. Die Marisa Sinch darf zurück. Oh, der ist aber langsam. Die Missile Tubes unserer neuen Superwaffe sozusagen. In Legends waren die Victory Sternzerstörer ja wirklich ein geheimes Superwaffen-Forschungsprojekt. Also nicht im Sinne von, wir können ganze Planeten zerstören, aber im Sinne von, es werden die stärksten Schiffe dieser Zeit sein. Bei der großen Ferost-Kampagne. Und dann kamen die Separatisten mit den Bulwarks an. Was gar nicht so cool für die Republik war. Aber naja. Bomber? Gibt's Bomber hier? Nicht so viele. Hier dürft ihr mal. Und die dürfen auch mal hier drauf. Und dann gehen wir auf den Bulwark Mark 2. Das ist relativ schnell jetzt verbracht. Wie teuer sind die? 50? 50, ja. Der hat seine Schilde schon verloren, bevor der irgendwas machen kann. Vernünftig. Leere Turbolaser. Die schweren Turbolaser, die schweren Ionenkanonen. Dann hier auf der Seite. Und der Victory auch noch mit. Sieht nicht danach aus. Gucken wir den nochmal ein Stückchen hier hinterher. Komm auf die Engines. Wunderbar, dann geh auf den nächsten. Generell kommen wir hier näher ran. Dass die sich das überhaupt hier noch trauen, finde ich interessant. Komm, du darfst deine volle Salve mitmachen hier, wenn du gleich da bist. Und volle Salve. Damit schießt er alle seine Raketen. Das ist richtig, richtig nice. Dafür kriegen wir aber auch ordentlich was ab. Komm, hier die Ionenkanonen weghauen. Turbolaser. Und dann mal schnell hier das Feuer auf die Providence konzentrieren. Komm, hau raus. Oh mein Gott. Das ist so traurig. Es ist einfach so traurig.
Den Planeten kriegt ihr nicht wieder. Das verspreche ich euch. Und auf die Luke Ride gehen. Na, die haben da noch zwei leichte Quad-Turbolaser-Batterien, aber auch das. Nein, nein, nein. Schnell hier auf die Fighterbase gehen, dass hier auf jeden Fall keine neuen Jäger rauskommen. Aus dem hier. Schon die Fighterbase zerstören. Sehr schön. Und damit kannst du langsam auch auf den nächsten gehen. Du kannst schon mal hier mit drauf. Aber der wird wahrscheinlich zerstört, bevor wir beim nächsten ankommen. Und dann haben wir Rishi auch verteidigt. Ich hätte halt wirklich, wirklich gerne Christophsis jetzt noch. Die Frage, ob wir das zeitlich irgendwie schaffen in dieser Folge noch. Weil Christophsis wäre mir wichtig, dass aus der Richtung nichts mehr kommen kann. Dass Geonosis und so und Rhodia da in Ordnung sind. Komm, nochmal ein Stückchen näher. Du darfst bitte auch hier nochmal drauf. Fighter Bay. Ich habe keine Lust mehr auf die gegnerischen Jäger hier. Das sind mir zu viele. Dass wenn die vernichtet sind, die auch wirklich vernichtet sind, da kommen keine neuen Jäger mehr mit bei. Und meine kleineren Schiffe kümmern sich auch gut um die Jäger, von daher. Auf die... Hier kamen die Engines. Nicht, dass der noch abhaut. Sehr schön. Das war's dann auch mit denen. Und dann können wir mal schauen, ob wir nicht Richtung Christophsis gehen wollen. Den Victory werde ich wahrscheinlich hier lassen, so schwer es mir auch tut. Ich mag den sehr gerne. Ist eins meiner Lieblingsschiffe hier. Genauso wie die drei hier. Dann haben wir hier vier Schiffe zur Verfügung. Und... auf in Richtung Christophsis. Ich weiß nicht, ob wir jemanden vorne drin haben, deswegen. Ihr dürft hier mal bei Rhodia drauf. Oh. Okay. Keine Ahnung, irgendeine Mission muss ich hier fertiggestellt haben. Wie sieht es denn mal mit Order 66 aus? Oh, wir können neue Commander uns holen. Kostet aber 10.000. Ist das hier preisgünstiger? Sieht mir nicht danach aus. Victory Mark 2 könnten wir erforschen. Interessant. Nein. Wir machen das mal. Wir holen uns hier mal so Commander. Du kommst mal hier Richtung Deccanimoidia. Dann haben wir hier eine Flotte von 132. Das ist gut. Hier eine Flotte von 99. Wird dann wahrscheinlich eine Flotte von 131 werden bald. Dann schauen wir mal. Wo? Mon Calamari. Es ist, glaube ich, ein Planet mittlerweile, den ich aufgeben werde. Das wird zu viel. Das ist mir zu viel. Und die Kosten dafür sind zu hoch. Deswegen, komm schon. Ich glaube, wir müssen halt einen hier... Ach, wir haben hier schon einen eingenommen. Okay, dann reicht es einfach, dass wir hier abhauen können. Ich wusste nicht, dass wir hier einen haben. Retreat. Hä? Wieso? Wieso haben wir den verloren? Wieso haben wir das Delta Squad verloren? Was habe ich gemacht? Wir haben das nicht verloren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Das nervt mich ja jetzt. Das nervt mich sehr, aber naja. Können wir nichts gegen tun. Ist jetzt nun mal so. Dafür können wir gucken, dass wir Christophsis kriegen. Und ich würde mal sagen, wir wechseln hier vielleicht die Einheiten auch nochmal. Die von Drockenwell hier rüber. Denn die von Drockenwell, komm schon, die hätte ich gerne zur Einnahme von Christophsis. Sehr schön, rüber nach Christophsis. Ich meine, es sind drei Lucrikes, ansonsten sehr viele kleine Schiffe. Ist die Frage, wie viele Golans die hier haben. Das müssen wir jetzt, müssen wir erörtern und schauen. Na, gucken wir mal. Komm schon. Ein bisschen schneller das Ganze hier auf jeden Fall. Die haben eine Golan 3. Wow. Okay, das macht es schwieriger, das in einem Rutsch zu machen. Die Marisa Sinch auf jeden Fall auch mit rein, um den Command-Bonus zu bekommen. Und es ist eine kleine Map, ne? Das ist grauenhaft. Okay, immerhin die kleinen Schiffe hier ohne Probleme eben mal zack, zack, zack durchgeratzt. Das ist echt traurig. 1, 2, 3. Und vielleicht mal ein bisschen was Anti-Jäger. Die Pelter-Klasse darf hier rein. Nimm die Engines, falls sie fliehen wollen.
Jegliche Bewaffnung. Nein. Oh Gott, ey. Ich hätte hier gerne meine drei Akklamatoren, meine Güte. So. Drei Akklamatoren, ihr dürft hier drauf. Macht euren vollen Angriff. Und dann haben wir die hier gleich, hoffentlich, einigermaßen. Oh, ist die gerade von der Ionenkanone getroffen worden, der Manator 3 hier? Sieht mir fast danach aus. Ich setze mal auf Steuerung, nein, Steuerung 1. Und greift hier bitte einfach an. Und die Fighter Bay und so. Okay, da kommen langsam, glaube ich, meine Schüsse zurück. Das ist schön. Turbolaser und die schweren Ionenkanonen. Nee, schwere Ionenkanonen haben die gar nicht, ne? Aber schwere Laserkanonen gibt's hier. Was ist das? Es ist kein Capital Ship, ja, ne? Heavy Frigate. Okay. Immerhin etwas. Oh, warum hat denn der Leben verloren? Naja. Die haben alle noch Schilde, das ist schön. Und meine Akklamatoren machen den einen Luke Reich hier fast komplett alleine fertig. Das ist auch schön. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auch gegen die Munificence ankommen, die aus der Heavy Frigate Shipyard kommen. Du darfst fliehen. Und was ist mit der Pelta-Klasse? Die soll ihn auf jeden Fall weiter verteidigen. Die Munificent, die verliert auf jeden Fall gerade ihre Schilder. Können wir den... Nein, den nächsten hätte ich gerne reingeholt hier. Ja, die andere Munificent steht da leider so doof, dass ich die da schwer kriegen kann. Von da aus, aber naja. Ihr sucht euch alle wieder eure Ziele. Und du darfst hier mit drauf, sehr schön. Versuch hier die Munificent zu nehmen. Da kommt der nächste, das ist klar. Die Munificent hier, die ist der Tod für die Akklamatoren hier drüben. Aber der hat... Okay, das ist gut. Das läuft einigermaßen. Du mit auf den Luke Reich, bitte. Ah, wunderbar. Der kriegt auch langsam wieder Schilde. Das ist nice. Hier, bitte hier drüben hin. Und du mit auf den Luke Reich. Und dann müssen wir mal schauen. Unsere Bomber sind hier. Die können mal auf die Golan 3 gehen langsam. Dass die auch an Schilden verliert. Das wäre schön. Und ihr drei, die Munificent verliert langsam. Und dann könnt ihr mal eure volle Waffenstärke auch einsetzen. Dass dieser Luke Reich auch relativ schnell runtergeht. Okay, nehmt euch mal... Ah, dass die Golan 1 da hinten das treffen kann, ist nervig. Nehmen wir mal die Quad Laser hier, dann die Fighter Bay. Ja, du musst fliehen. Da hilft nichts. Du wahrscheinlich auch. Dass wir hier nicht allzu viel verlieren. Die Fighter Bay bitte. Die schweren dualen Laserkanonen. Oh nein. Komm mal ein Stückchen näher hier. Der haut auf jeden Fall ab. Das ist super. Dann gehen wir hier rechts drauf. Da macht bisher noch sonst kein anderer was. Du gehst hier hin. Da ist keine andere... Ah, die Munificent ist in Range dann. Das ist natürlich nicht so schön. Bisschen schneller. Kriegen ihre Schilder auch langsam ein bisschen... War das die Ionenkanone, die hier drauf gegangen ist? Sieht mir fast danach aus. Naja, nimm die mal die Engines. Dass er nicht unbedingt abhauen kann hier, der Luke Reich. Und dann geh bitte auf die Munificent. Die letzte halbwegs große Waffe, die die hier zur Verfügung haben. Ah, wunderschön, okay. Läuft aber. Karax hier rein, ein paar Arctans hier rein. Hab keine Ahnung, warum der sich jetzt hier rumdreht. Irgendwer will dich. Das finde ich jetzt nicht so geil. Kommt. Ihr dürft einmal hier drauf gehen. Und ich denke, wenn der Luke Reich weg ist, werden wir fliehen. Damit hier nicht... Nee, ich glaube halt, dass wir alle anderen hier nicht schaffen werden. Die Golans und so. John. Sehr schön. Kannst du fliegen? Kann er nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich warten, bis er nicht mehr ionisiert ist. Komm schon. Komm schon. Aus der... Jawohl. Retreat. Und damit können wir gleich nochmal einfach wiederkommen. Und uns dann den Luftraum über Christophsis nehmen. Dann wäre das auch erledigt. Gehen wir mal Return to Galactic Map. Und
Wir fliegen nach Nelvan. Das ist natürlich nicht so nice. Aber ich muss gerade sehen, dass wir das nicht mehr heute machen. Wir machen das in der nächsten Folge. Und dann werden wir schauen, was das Ganze bringt. Bleibt gespannt. Damit euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.